Das Girls Football Festival am First Vienna Football Campus ist ein dreitägiges internationales Fußballfestival für Mädchen bis 14 Jahre. Ja, also der Girls Football Festival ist auf die Westbalkan-Postkonfliktbereich fokussiert und wir haben 8 Teams hier in Wien eingeladen für ein großes Wochenende voll mit Spaß, Freundschaft und am Ende ein Fußballturnier. Es wird veranstaltet von der Fairplay-Initiative. Fairplay ist ein Verein, der arbeitet im Bereich Sport für Vielfalt, Antidiskriminierung, Inklusion im Sport, Prävention auch, also alles im Bereich Sport und soziale Arbeit. In Kooperation mit Sport Zajedno. Eine Organisation, die durch Sport eine Brücke zwischen ehemaligen, teils noch immer verfeindeten jugoslawischen Nationen bauen will. Ein großer Teil dieses Projekts ist Versöhnung. Fußball ist nicht nur dazu da, Matches zu spielen und Top-SpielerInnen auszubilden. Es ist auch ein gutes Instrument, um Probleme in der Gesellschaft zu lösen. Um den interkulturellen Austausch zu fördern, wurden die Mädchen von Anfang an in gemischte Teams eingeteilt. Es ist eine coole Sache, weil sie dabei neue Freundinnen finden können und auf dem Platz alle gleich sind. Die Mädels sind gemischt, weil wir möchten wirklich dieses Thema von Freundschaft über Grenzen unterstützen. Und wir möchten keine kompetitive Atmosphäre haben hier heute. Obwohl in besagten Ländern viel Versöhnungsarbeit geleistet wird, eignet sich Wien trotzdem gut als Ort für Dialog. In Wien fühlen wir uns sicher. Wenn wir zu Hause am Balkan sind, ist die Kriegsvergangenheit sehr oft ein Thema. Aber wenn wir hier in Wien sind, vergessen wir die Vergangenheit, konzentrieren uns auf Freundschaften und genießen das Beisammensein. Während dieser Geist der Freundschaft und des Zusammenhalts ein starkes Fundament bildet, bleibt eine zentrale Frage bestehen. Was muss geschehen, damit der Frauenfußball generell mehr Aufmerksamkeit erhält? Wir müssen mehr über Frauenfußball sprechen. Es dreht sich doch sowieso alles nur um Männerfußball. Nur wenn wir den Diskurs über Frauenfußball vorantreiben, kann die breite Gesellschaft über Spielerinnen, Teams und deren Bedingungen erfahren. Es gibt also noch viel zu tun. Das Event wird jedenfalls auch in Zukunft dazu beitragen, Menschen zusammenzubringen und Frauenfußball eine Plattform zu bieten.